Ja gut, jetzt sind wir hoffentlich wieder wach. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man um 1 anfährt und um 10 vor 5 auf die Beine steht. Aber ich gebe Gas, dass wir möglichst schnell nachher im Apro sind. Aber ich bin natürlich auch nicht da gekommen, um das im Schnelldurchlauf zu machen. Dosieren statt Balancieren im Leistungssport ist das Thema. Und ich brauche, um so ein bisschen die Stimmung zu kommen, immer so ein bisschen das Video. Weil ich bin überzeugt, nicht ganz alle wissen, was ich alles gemacht habe als Sportler. Und nach dem Video wissen sie also Bescheid. Position 6. Keine einfache Aufgabe für den Schweizer, hier alleine zu laufen. Hat hier Victor eine Krise. Aber Kuyoshi und Akara, die beiden wiederholen. Hürden, hat den Japaner wieder überholt. Der Schweizer mit seinem Endkurioso, das er jetzt gestartet hat. Meine Freunde, jetzt bitte. Ja, Born to Run, das kann man wirklich sagen. Life war mein Leben, gewesen, aber immer noch. 27 Marathons, 3,5 Mal um die Erde gerannt, 3-mal von einem Hund gebissen worden. Ich lasse mir Zeit für die vierte komplette Weltumrundung, weil irgendwo da draußen hockt der vierte Hund. Übrigens, 3-mal identische Reaktion von Hundebesitzerin, 2-mal und einmal vom Hundebesitzer. Das hat er noch nie gemacht. Also ich bin 3-mal von einem Hund gebissen worden und der hat es zum ersten Mal gemacht. Das finde ich grossartig.
Wenn man rennt, hat man viel Zeit zum Nachdenken. Ich habe viel mehr Gedanken gemacht. Es hat eben auch, wie ihr gehört habt, in der Einleitung schwierige Momente gegeben. Noch vor der Europameisterschaft Goldmedaille in Barcelona im Jahr 2009 hatte ich 2 Lungenembolien. Lungenembolie ist etwas, das sehr suboptimal ist, wenn man Marathonläufer ist. Aber als Schuster ist es nicht so optimal. Ich habe 26% von meiner Lunge komplett verloren, weil die erste Lungenembolie in Kenia passiert ist, im Trainingslager, wo man nicht sofort einschreiten konnte. Die zweite ist dann zum Glück in der Schweiz passiert. Da hat man dann mit dem Schlauch durchs Herz in die Lunge gehen können, den Verschluss auflösen. Aber schwierige Momente. Man fragt sich dann sicher auch, ja, wie kann so etwas passieren? Ich weiß nicht, was ihr für Zeitungen lesen, die Zeitung, wo das Sozialprojekt lang auf der ersten Seite gehört, mit dieser Frau mit wenig Kleider, die hat natürlich sofort grossen Titel geschrieben, Doping. Auch da sind natürlich Themen, die ganz schwierig sind. Wenn man so auf der Intensivstation liegt und der Pfarrer vorbeikommt und man realisiert, hey, Scheiße, die haben das Gefühl, man kommt da nicht mehr raus. Dann hat man irgendwie dann keine Energie mehr, nur für den Blick irgendwie dem quasi Stellungsnahme abzugeben. Summa summarum hat sich dann herausgestellt, dass ich seit Geburt einen Gendefekt habe. Also ich habe einen Protein-S-Mangel, der macht, dass mein Blut verklebt. Und ich wollte mal als Kind ein Lokführer werden. Und die mich ein bisschen beobachtet haben, ich bin recht viel gestanden da drin. Sitzen ist nicht gut für mich. Also Sitzen ist wirklich das Dümmste mit dem Protein-S-Mangel. Darum verklebt mein Blut auch jetzt noch mit 45. Und darum muss ich immer in Bewegung bleiben. Es gibt immer einen tieferen Sinn im Leben. Und als ich mal meinem Vater mit 10 schon gesagt habe, ich will Läufer werden, hat er mich angeschaut und gesagt, Bub, du lernst etwas Anständiges. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe mal eine Berufslehre als Elektrozeichner gemacht im Startstrombereich und habe mich dann irgendwann eigentlich meinen zweiten Traumberuf neben dem Läufer auch noch können, verwirklicht bei Physiotherapeut. Und gleich bin ich immer meinen Weg gegangen, diesen Traum eben wirklich born to run und ich glaube auch mit meiner Geschichte. Ich muss mich einfach bewegen bis das Rest von meinem Leben. Gut, jetzt haben wir sehr viel über Arbeit, über Dosieren, über Gesundheit beim Arbeiten gehört. Ich bin jetzt noch ein bisschen der sportliche Abschluss und ich habe mir überlegt, was beeinflusst eigentlich eine sportliche Leistung? Und es ist noch relativ interessant, wie viele verschiedene Faktoren da dazukommen. Wenn man jetzt aber Sportler fragt, dann reduziere ich das meistens auf die 5 Konditionsfaktoren. Und wenn man jetzt ganz spezifisch Marathonläufer fragt, dann reduzieren die das vor allem auf die Ausdauer. Ja, es liegt auf der Hand, ein Marathonläufer, der, wobei eben 2:07:23, das ist 19,99 km/h. Das hat schon mit Sprint, mit Schnelligkeit zu tun. Oder jetzt gerade am letzten Wochenende der neue Weltrekord im Halbmarathon, 28,01, das ist 22 km/h. Einfach rennen. Andere nehmen das Velo. Aber was, glaube ich, klar ist, und das ist vorhin auch schön übergekommen, wenn man übertreibt, wenn man etwas übertreibt, dann passiert irgendetwas mit dem Körper, im Sport lässt es gehen, beim Laufsport lässt es in der Hüfte, im Rücken, im Knie oder im Fuß gehen. Das sind so die häufigsten Orte, wo etwas passiert. Und wenn man dann schaut, was die Gründe sind für das, dann ist es eigentlich noch interessant, dass eigentlich der halbe Teil vom Kuchen die Schuhe und Trainingsfehler eigentlich vermeidbar wären. Also die richtigen Schuhe sollte man heutzutage von einer Fachperson vielleicht beraten haben und Trainingsfehler sollte man auch nicht mehr machen. Und kurz mal eine Frage in den Saal. Wer von euch findet Laufen die beste Sportart der Welt? Das werden wenige sein. Gut, wer von euch ist schon mal gelaufen in seinem Leben, gerannt? Ah, das gefällt mir schon ein bisschen besser. Gut. Also auch der Bobfahrer, der muss säckeln am Start, nachher in den Bob reingumpen. Das ist echt die Basis von allem. Und wenn ich mich gefragt werde, ja, warum bist du Läufer geworden oder warum bist du gelaufen, habe ich immer gesagt, ich habe viel Seich gemacht als Bub. Dann muss dem Vater davon kommen, wenn er mich wieder gefunden hat, ja, geht jetzt gar nicht. Also gehen wir mal so ein bisschen die erste Take-Home-Message, das Ganzheitliche. Und das kann man vielleicht auch ins Thema vom heutigen Tag hineinnehmen. Jeder von uns hat ein Kerngeschäft und das muss man beherrschen. Also ich habe viel müssen rennen, wie wir jetzt gehört haben in der Einleitung, aber ich habe nicht nur können rennen. Also ich habe müssen ganzheitlich trainieren. Vieles, was dazukommt. Und ich glaube, so ist es auch beim Arbeiten.
Wir wollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die alles geben für unsere Firma und einfach technisch auf dem höchsten, besten Stand sind. Und gleich gibt es vieles drumherum, dass man am Schluss leistungsfähig ist. Wenn ich als Spitzensportler nur gerannt wäre, wäre es nicht gut gekommen. Rennen ist nämlich viel mehr als nur Geringachen und Säckeln. Gut, ich habe mir dann überlegt, sind ja vielleicht nicht alle im Sport daheim, ich tue es jetzt mal auf Mechanik runterbrechen. Dosieren statt balancieren im Leistungssport. Was heisst das, wenn man das mechanisch möchte darstellen? Beim Sport, beim Marathon, tut man das Herz-Lungen-Kreislauf-System trainieren. Das Herz, sagen wir dem mal Motor, die Lunge, der Tank. Und das haben wir ja in einem Körper drin und das ist eigentlich das Fahrgestell, das Chassis. Und jetzt ist ein bisschen Gefahr, wenn man einen Ferrari-Motor und einen Lastwagentank in einen Döschwo einbaut, dass der Döschwo unglaublich beschleunigen kann, dass der Döschwo unglaublich weit fahren kann, das Problem ist, irgendwo anzulassen. Und darum ist es eben wichtig, dass man da Dosierung findet, das Herz-Lungen-Kreislauf-System zu trainieren, das eigentlich unendlich trainierbar ist. Also man kann unglaublich das Herz-Lungen-Kreislauf-System trainieren. Das Problem ist aber, dass man ein Chassis hat, das meistens dem nicht gewachsen ist. Weil ganz viele haben das Leben an. Jugend, Ausbildung, Weiterbildung, Familie. Und dann kommt das Leben B. Irgendwann so Männer mit 50 meistens, Frauen ein bisschen früher, die sind ein bisschen vernünftiger, geht man mal zum Arzt, lässt sich durchchecken und dann sagt der Arzt, sieht nicht so gut aus mit dem Herz-Lungen-Kreislauf-System, ganz nebenbei ist Todesursache Nummer 1 in der Schweiz. Ein bisschen mehr Sport wird gut tun. Und dann erinnert man sich ja noch an früher, ganz am Anfang, und macht wieder Sport wie früher und dann lässt eben die Chassis gehen. Darum sollte man ganzheitlich trainieren. So habe ich zum Beispiel aus Marathonläufen Krafttraining für die Beine gemacht. Und das ist auch etwas, wenn ich dann aus dem Kraftraum war, haben Bodybuilder Gewicht gesucht. Weil ich habe mit 180 Kilo zum Beispiel einbeinige Kniebeugen gemacht. Kraft ist sehr, sehr wichtig. Kraft für den Rumpf. 90% von allen in der Schweiz gehen einmal wegen Rückenproblemen zum Arzt. Das Dumme ist, dass all die kommen, das sind ja die 100%, dass von 84% immer zu wenig Kraft ist. Also ich als Physiotherapeut habe mich eigentlich nur auf 16% der Rückenpatienten wirklich gefreut. Weil bei denen war es spannend, bei denen konnte ich etwas wirklich herausfinden und machen. Und bei 84% ist es darum gegangen, Rückenübung zu instruieren, Heimprogramm. Meistens sind die so 3-4 Monate später schmerzfrei gewesen, meistens sind sie ein Jahr später wieder da gestanden, weil sie die Übungen nicht mehr gemacht haben. Nachhaltigkeit ist manchmal ein bisschen schwierig. Fußkraft. Ich habe in Amerika jemanden kennengelernt, der hatte das Pech gehabt, ohne Arm auf die Welt zu sein. Ich habe mit ihm Spaghetti gegessen. Er hat mit dem Fuß das Gleiche gemacht, wie ich mit der Hand. Also wir alle haben an den Füßen die gleichen Muskeln wie an den Händen.
Durch das, dass wir sie aber von Kind auf nicht brauchen, verkümmern sie. Also wir haben eigentlich identisch die gleiche Muskulatur, aber durch das nicht brauchen, ja. Und darum möchte ich mit euch jetzt geschwind, und dass ihr auch wieder mögt zuhören, die letzte halbe Stunde heute geschwind eine Fußkraftübung machen. Stellt mal alle auf. Nehmen wir mal die Männer die Achtungsstellung in die Frauen-Palette-Position 1. Kann es natürlich sein, dass nicht ganz alle Männer im Militär waren. Also die Achtungsstellung im Militär, Fersen berühren sich und man macht einen 60-Grad-Winkel mit den Füßen. Die Füllebacken sind gespannt, die Arme liegen eng am Körper an. Frauen sind alle im Ballett gewesen? Nein, sicher auch nicht. Die Ballettposition 1 sieht per Zufall gleich aus wie die Achtungsstellung. Also alle 60-Grad-Winkel, die Fersen berühren sich. Und jetzt gehen wir aus dieser Position auf die Zehenspitze. Die Fersen bleiben zusammen, die Füllebacken sind so fest angespannt, dass wenn er, früher habe ich es noch zu 50er-Nötchen gesagt, jetzt, also wenn er ein 1000er-Nötchen eingeklemmt hätte, dass der hinten das nicht rausschreissen könnte. Okay? Das müsste Spannung sein. Fersen in der Luft, Fersen berühren sich. Und jetzt finde ich gerade heraus, dass ich ziemlich sicher doch nicht der Älteste da drin bin. Wie damals beim Teleboy, fangt jetzt mal an. Hä? Gewissen Jungen muss man das erklären. Wir haben am Samstag noch mit den Eltern vom Kanabe Teleboy geschaut. Hä? Kurt, Felix und Paola. Genau. Und wenn der Teleboy richtig in Schwung kam, hat er noch das Füßchen abgelüpft. Und die Fersen sind immer noch zusammen. Das 1000er-Nötchen ist immer noch hinten drin. Okay, gut, spannend. Super, das ist eine geniale Wadenfußmuskulatur. Und könnt ihr euch vorstellen, dass ihr so während der Arbeitszeit könnt Zeitung lesen könnt? Ja. Auf Kosten vom Chef oder von der Chefin. Also überall, wo ihr irgendwie in einen öffentlichen Raum hineinlauft, wo die Leute zu Übungen machen, dort bin ich schon mal vorbeigegangen. Gut, ich mache jetzt die Übung weiter, dann bleibe ich gerade ein bisschen aktiv. Fällt schon ein bisschen an verspannen. Okay, mach jetzt noch ein bisschen weiter. Und ich erzähle noch ein bisschen weiter, bis so zur übernächsten Folie, dann dürft ihr wieder absitzen. Ich sage es dir wenn. Das wäre jetzt eigentlich gerade so ein bisschen Alternativsport, was ihr da macht. Auch dort, als Spitzensportler, war es recht ein Balanceakt gewesen. Eine Gratwanderung. Ich musste viel trainieren, um am Schluss eine Medaille zu gewinnen. Aber es ist am Ende, wenn es nicht mehr geht, einfach oben bleiben und nicht mehr hin und her gehen. Aber oben bleiben ist wichtig. Manchmal hat es einfach für nur mehr hat's einfach noch etwas, das keine Exzentrik ist. Beim Rennen haben wir die Exzentrik zu landen und dann habe ich einfach noch, um noch härter zu trainieren, halt noch Sportarten integriert für das Herz-Lungen-Kreislauf-System zu trainieren, die geholfen haben, dass ich eben nicht nur Schläge habe, aber gleich können quasi einen Schritt weitergehen. Ich darf wieder absitzen. Gut, die Lauftechnik. Auch das war wichtig. Ich höre immer wieder das Gleiche. Victor, Laufen ist die einfachste Sportart der Welt. Und in all meinen Laufkursen fällt mir auf, dass zum Beispiel nur schon in der Handhaltung ganz viele Fehler da sind. Oder der Ellbogenwinkel, der nicht stimmt. Auch da, wenn man sich die Arbeitswelt anschaut, wer nicht stetigen Drang nach Verbesserung hat, kein Zehn, japanisches Wort, das eben für das steht, der kann nicht weiterkommen, der wird nicht besser. Und auch so etwas vermeintlich Einfaches wie Laufen. Ich habe einmal in der Woche an meiner Lauftechnik gearbeitet, um dann eben richtig zu dosieren und nicht zu balancieren. Ich habe auch noch mit dem Jan van Berkel mich austauscht. Der Jan van Berkel, das ist momentan der beste Schweizer Ironman-Triathlet. Geht jetzt gerade nach Kona auf Hawaii und vor Zürich. Da hat er ja gewonnen, der Ironman in Zürich. Ist das in der Zeitung gewesen, nicht im Blick, im Tag ist das gewesen. Das ist noch spannend. Der Jan van Berkel, der schwimmt von Zürich nach Graz. Der springt bis nach weit da, fast auf Russland und geht mit dem Velo bis in die Mongolei und zurück. Das ist so das, was er trainiert in der Vorbereitung auf einen Ironman. Also der macht sehr viel. Und was dann eben spannend ist, und da sind wir jetzt so ein bisschen, wie tut man das eigentlich ausbalancieren? Also eben, wie viel spezifisch, wie viel unspezifisch? Seht ihr da so die Anteile? Rennen und Schwimmen ist etwa jeden Viertel und dann Velofahren über die Hälfte. Schon noch eindrücklich, was so ein Triathlet macht. Ich habe aber mit dem Jan geredet und gesagt, da hast du noch ganz viel Potenzial.
Wir wollen uns nach Kona mal treffen. Das wird vielleicht seine Marathonzeit bei der dritten und letzten Disziplin weiterführen. Wenn man jetzt das Training anschaut, wer von euch macht Sport? Wer von euch macht Sport und möchte zumindest gleich bleiben oder ein bisschen besser werden? Fast alle, die Sport machen. Ja? Das ist ja eigentlich die Idee vom Sport machen. Ich treffe selten Menschen, die sagen, ich mache Sport, aber mir ist scheißegal, ob ich quasi besser werde oder zumindest dem Alterungsprozess entgegenwirken kann. Das Spannende ist, als Spitzensportler wie jetzt, ich bin jetzt auch Gesundheitssportler, die Trainingslehre bleibt die gleiche. Häufigkeit ist wichtiger als Dauer, ist wichtiger als Intensität. Das heisst, wenn ihr etwas besser können wollt, müsst ihr es häufiger machen. Dann ist klar, wenn ihr etwas genug häufig macht, jetzt 5-6 Mal in der Woche, dann verlängert die Dauer. Und erst am Schluss kommt die Intensität. Und wenn es ums Dosieren geht, im Sport, ist genau das, was die wenigsten können. Wenn wir jetzt mal uns vorstellen, jedes Training hat eine Farbe. Und wir stellen uns das im Strassenverkehr vorstellen. Wir haben die Ampel, die kennen wir alle, wir kehren die Ampel um. Also bei Rot stehen wir nicht still, sondern wir haben drei Trainingsbereiche: Grün, Gelb, Rot. Gemütlich, Mittel, Schnell. Und jetzt könnt ihr euch das mal in die Herzfrequenzkurve reinzeichnen, nur dass ihr es versteht. Also da in der Horizontale ist die Geschwindigkeit, die immer schneller wird, von 4 km/h auf 17, das ist einfach beispielhaft. Und da in der Vertikale die Herzfrequenz, die ansteigt. Wenn man immer schneller rennt, dann steigt die Herzfrequenz an und flacht irgendwann ab. Das ist die anaerobe Schwelle. Könnt ihr gerade wieder vergessen. Aber es ist einfach der Punkt, wo ihr nicht mehr genug schnaufen mögt, wo ihr sauer werdet. Und das Ziel des Trainings ist eigentlich nichts anderes als eine Rechtsverschiebung von dieser Kurve. Das heisst, mit der gleichen Herzfrequenz, 150, könnt ihr, wenn ihr trainiert, irgendwann schneller euch bewegen. Auf dem Velo, beim Schwimmen, beim Nordic Walken oder eben beim Joggen. Also, wenn man jetzt überlegt, die letzten Wochen von unserem Leben, nehmen wir mal die letzten 4 Wochen, wie haben unsere Trainings ausgesehen? Jetzt könnt ihr so Post-it-Zettel, virtuelle, grüne, gelbe, rote im Kopf an die Wand kleben. Dann behaupte ich mal, haben ganz viele Frauen im Saal das im Kopf. 3-mal die Woche Sport, 3-mal die Woche mit der Kollegin schwätzen können, über uns Männer herziehen, nachher noch einen Kaffee trinken. Sensationell. Ihr Frauen, ihr habt es verstanden. Das ist das beste Herz-Lungen-Kreislauf-Training. Mit so etwas wird man alt. Und mit so etwas tut man einem Alterungsprozess entgegenwirken. Jetzt denke ich, ganz viele Männer, und ihr könnt selber entscheiden, ob ihr Mann oder Frauen sind. Das gibt natürlich. Aber ganz viele Männer haben das im Kopf. Nie richtig langsam, nie richtig schnell. Und liebe Männer, das ist ein absoluter Blödsinn. Weil erstens ist es nicht ein gutes Herz-Lungen-Kreislauf-Training, also wegen dem werdet ihr eben nachher nicht alt. Und das Zweite ist, ihr seid immer müde, wenn ihr das macht. Und das ist schwierig, wenn ihr immer müde seid. Am Abend heimkommt und müde sind, das ist nicht gut. Gut, Ampelprinzip verstanden? Nicht. Das geht jetzt ums Dosieren. Man sagt so, 2/3 sollte locker sein, 1/3 Vollgas. Oder wenn man es auf die Ernährung abbricht, dann mache ich viel die 80-20-Regel. 80% gute Ernährung, 20% Genuss. Also 95% Alkohol, nein, nicht Alkohol, haben wir vorhin gehört. Geht aber auch auf. Das ist eben am Schluss, Genuss ist ja nicht nur Alkohol, sonst gibt es auch anders. Gehen wir mal weiter. Das wäre so eine Planung, so eine Dosierung, um wirklich quasi vorwärts zu kommen. Also mal eine Woche nur grün, eine Woche mit einem gelben und dann mal eine intensive Woche mit einem gelben und einem roten Training. Wenn ihr das macht, werdet ihr merken, ihr werdet besser. Ihr werdet Fortschritte erzielen, ihr werdet dem normalen Alterungsprozess entgegenwirken. Wenn ihr es noch ein bisschen besser machen wollt, mache ich es so. Mal eine Woche nur 2-mal, dafür in einer intensiven Woche 4-mal Sport. Das ist eigentlich so der Gewinner. Und wie hat das bei mir ausgesehen? Ganz ähnlich. Ich habe einfach nicht 3-mal oder 4-mal in der Woche trainiert, ich habe
13-mal bis 11-mal in der Woche trainiert. Aber der Anteil ist sogar noch ein bisschen höher. Nicht 2/3, 1/3, sondern fast 3/4, 1/4 rot, gelb zu grün. Gut. Zweite Take-Home-Message: variiert. Macht verschiedene Sachen. Dann eben im Sport Geschwindigkeiten variieren oder halt auch im Alltag, im Leben. Ich sage immer, außer in der Ehe mit der Partnerin sollte man möglichst viel Abwechslung haben. Immer wieder Zeug neu und anders. Und, ja. Aber natürlich nicht mit verschiedenen Ehepartnerinnen, sondern da müsst ihr durchziehen, da braucht es Ausdauer. Ein zweiter Top-Sportler von der Schweiz hat mir da gerade einen schönen Ball zugespielt, der Dario Colonia, ich bin ein grosser Fan von ihm. Er hat mal veröffentlicht, was er im Sommer macht, für im Winter fit zu sein. Also vom Mai bis im November, man sagt immer, im Sommer werden die Langläufer gemacht. Und wenn wir jetzt gerade so bei den Intensitäten sind, schaut mal, ein Dario, der macht den grössten Teil da von seinem Umfang in tiefer Intensität. Und nur ganz wenig da in mittlerer und hoher Intensität. Das ist sein Sommertraining. Also der Dario ist eine richtige Schneidertante. Der geht spörteln und schwätzt von der Intensität her. Aber schwätzt, weiss ich nicht, er ist nicht so der Gespräche, wenn er am Trainieren ist. Aber einer der besten Schweizer Sportler, die es gibt. Jetzt, wenn ich dosieren will, muss man vielleicht auch Sachen weglassen. Und wenn jetzt ihr Lust habt, in eurem Leben wirklich besser zu werden, dann dönt auch mal vielleicht Zeug einfach weglassen, was es nicht braucht. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, reduzieren oder etwas ganz weglassen. Aber wenn ihr euch ganz fest überlegt, auch im Business-Alltag, was ihr alles macht, dann gibt es eben auch wieder die 80-20-Regel. Dass ihr, und das ist eben gerade umgekehrt, mit 20%, 80% vom Umfang, vom Umsatz macht. Meistens gibt es dann eben ganz viele Arbeiten, die eben gar nicht so helfen. Im Sport könnt ihr einfach polarisiert trainieren. Es gibt nur noch zwei Tempo. Langsam oder Vollgas. Das möchte ich eigentlich gar nicht zu lange eingehen, aber einfach der Forbidden Zone, das ist etwas, was gerade im Langlaufsport extrem ankommt. Wo auch extrem beliebt ist, der Dario Colonia, der auch teilweise dann so in den Winter trainiert hat. Was ich aber zeigen will, ist, wie so eine ganz normale Vorbereitung auf so einen Zielwettkampf aussieht. Und da geht es auch wieder darum, zu dosieren. Das ist so die normale Marathonvorbereitung von Hobbysportlern. Sie fangen an, sie setzen sich ein Ziel, 14 Wochen später rennen sie ihren Marathon. Rot ist die Leistungskurve, schwarz ist die Intensität pro Woche. Eigentlich ist es aber völlig egal, wo der Marathon ist. Ihr könnt hier, hier, hier oder hier sein. Die Leistungskurve ist immer gleich. Das ist so eine Art von Training, wo ich sage, das können all die machen, die viel zu viel Zeit im Leben haben. Wer von euch hat zu viel Zeit im Leben? Gut. Das ist aber das, was häufiger vorkommt. Man trainiert ein bisschen, man hat mal eine Woche Ferien. Man trainiert wieder ein bisschen, hat eine Woche Ferien. Sehen, was so mit der Leistungskurve passiert. Und dann zwei Wochen vor dem Ziel, Woche Ferien, über die Zeit, nein, das ist das schlechte Gewissen. Und dann kommt so, oh, ich hätte doch nur sollen. Und wenn ich so Leute berate, sage ich, schau, das passiert, die Kurve geht ab, die Leistungskurve, tönt am Schluss, wenn ihr keine Zeit habt für das Training, tönt am Schluss in den letzten zwei Wochen mit dem schlechten Gewissen leben. Das ist die einzige. Ja, ich kenne ganz viele, die so ein Ziel haben, die eigentlich nur die letzten zwei Wochen das gemacht haben, was ich gesagt habe. Sie haben einfach mal erholt. Weil so würde es aussehen. Eigentlich sollte man wirklich so eine Periodisierung reinbringen und am Schluss leistungsfähig sein. Ich glaube auch in der Arbeitswelt ist es wichtig, dass man so versucht zu arbeiten. Wenn man immer nur solche Wochen da hat, laufen wir in die Wand. Und auch dort probiert mit euren Mitarbeitern, dass die an ein Projekt angeführt werden und dass es am Schluss ein Effort braucht, um vielleicht dann auch wirklich das Projekt abzuschließen, das ist allen klar. Aber nach so einem Moment, das hat mir sehr gefallen bei dir, eben immer nur mehr und nur mehr und wieder das Wochenende durcharbeiten,
Nein, mal dann als Arbeitgeber sagen, hey, und jetzt hast du mal eine Pause verdient. Bewusst mal einen Gang zurückschalten. Und so ist es auch im Sport, kann man ganz schön in die Arbeitswelt reintun. Und dann kommt ganz ein wichtiger Punkt. Wird man durch Training ganz allgemein besser? Ich liebe es, Menschen zu beeinflussen. Jetzt müssen alle gut aufpassen. Wer von euch ist der Überzeugung, dass man durch Training besser wird? Hand hoch. Gut. Wer von euch hat das Gefühl, man wird durch Training nicht besser? Hand hoch. Ich habe gesagt, ich liebe es, euch zu beeinflussen. Wer hat das Gefühl, ich habe keinen blassen Schimmer? Hand hoch. Training macht müde. Das ist die Superkompensationskurve. Und die, sehen Sie da, hat ein Ausgangsniveau, da kommt Belastung, der Belastungsreiz, sie werden müde. Und irgendwann mag der Körper nicht mehr. Und dann kommt eigentlich die Erholung und dann die Superkompensation. Und was heisst das, Superkompensation? Euer Körper sagt sich, wenn du das nächste Mal so viel von mir abverlangst, will ich ein bisschen besser vorbereitet sein. Also tut ein bisschen oben drauf. Das ist natürlich nie so viel wie jetzt da, aber das ist einfach zum Verstehen. Aber er will da ein bisschen besser vorbereitet sein beim nächsten Mal, wo der Körper etwas von einem verlangt. Das Problem ist ein bisschen der Punkt, zu wissen, wo er ist. Das ist individuell. Darum habe ich aus Spitzensport 13 Mal trainiert. Also teilweise zweimal am Tag, weil ich schon wieder am Abend eigentlich da oben war. Und darum, ganz wichtig, ich bin der Einzige da drin, der Geld verdient hat während dem Mittagsschlaf, planet eure Erholung. Es ist eine Waage. Aus Spitzensport bringst du dich bewusst aus der Balance und tust nachher wieder bewusst dich zurück mit ganz viel Erholung. Eben, ich habe Mittagsschlaf gemacht, um mich zu erholen vom Morgen aufs Nachmittagstraining. Ich habe etwa 25 Stunden trainiert in der Woche und etwa 12,5 Stunden regeneriert in der Woche. Wer von euch weiss, wie viel Freizeit das er hat in Stunden? Niemand. Wer von euch weiss, wie viele Stunden schafft er pro Woche? Alle. Das ist falsch. Ihr müsst eigentlich wissen, wie viel Freizeit ihr habt. 25 zu 12,5 habe ich immer gewusst. Ganz wichtig. Take-home-Message, planet langfristig und smart. Als Sportler habe ich gewusst, denn in vier Jahren, alle vier Jahre sind Olympische Spiele. Oder vorhin beim Video, haben wir das WM-Video gesehen, ich fliege nächste Woche auf Doha, die Leichtathletik-WM. Und ich erlebe es wieder mal, einfach die Athleten zu spüren, die einfach wissen, ja, die WM ist jetzt einfach Ende September in Doha. Bei diesen Bedingungen, und da muss der Weg hin. Also ganz wichtig, planet das, habt Geduld. Ich habe mal meine ganze Karriere, die Umfänge, die Intensitäten zusammengefasst und das ist schon noch eindrücklich. Ich habe mit 13 angefangen und mit 40 aufgehört. Und dann seht ihr rot Trainingsstunden und grün Trainingsumfänge in Kilometer. Und eben, man wird älter, man steigert das. Dann habe ich mit 20 mal den Fuß gebrochen. Dann ist es wieder aufgegangen. Dann habe ich mit 30 mal das Becken gebrochen. Dann ist es wieder aufgegangen und dann ist die Lungenembolie gekommen. Aber das hat sehr viel Geduld gebracht. Und meine erfolgreichste Zeit war da und da gewesen. Und man sieht auch, dass ich am Schluss eigentlich dann auch wieder abtrainiert habe, also den Körper wieder zurückgeführt habe, am Alter gerecht worden bin und gleich meinen drittschnellsten Marathon von der Karriere noch mit 38 gerannt bin. Also immer noch sehr leistungsfähig geworden bin. Aber es ist schon eindrücklich, wie viel Geduld das es braucht. Und das ist manchmal das, was in der Arbeitswelt vielleicht auch nicht da ist. Was hat mir geholfen bei dieser Geduld? Ich bin ab einmal auf den Kopf gehabt, auf die Nase gehabt und musste wieder aufstehen. Ich glaube, wichtig ist, ich habe immer ein klares Ziel gehabt. Und ich habe selber Mitarbeiter und ich gebe denen immer ein klares Ziel. Auch in der Berufswelt ist es wichtig, klare Ziele zu haben. Ich habe einen Lauf, dort ist der Streckenrekord unter einer Stunde.
beim Halbmarathon. Und es ist jetzt vielleicht übertrieben, sich so etwas zum Ziel zu setzen, aber ich möchte dich gleich ein bisschen inspirieren, mal nach Sarnen zu kommen. Immer am 1. September Sonntag und dazu gibt es auch noch einen kleinen Film. Ja, ein Event für die ganze Familie und ich habe als extra, als ich das vorbereitet habe, gedacht, vielleicht braucht es einfach mal eine Idee mit den Mitarbeitern, so ein Ziel sich setzen. Ihr habt gehört, Bernhard Russ hat gesagt, 4 Kilometer, 10 Kilometer oder Halbmarathon für die Erwachsenen. Es hat für alle etwas. Also wer jetzt irgendwann im Frühling nächstes Jahr anfängt, kann im September 4 Kilometer joggen. Dann hat es Kinderläufe. Es ist ein ganzes Familie-Event. Wir haben auch Kinderbetreuung für die laufen die Eltern, die noch kleine Kinder haben. Vielleicht mal einfach so das Ziel setzen und selber als Führungsperson vorangehen und sagen, und ich mache das jetzt auch, weil für mich ist es auch etwas Neues. Und wenn ihr da Hilfe braucht, komme ich euch gerne helfen. Zum Schluss noch dies. Ich möchte, hat mich vorhin gerade ein bisschen inspiriert vom Gurdin. Einfach noch kurz, das habe ich dann wirklich noch eingefügt. Noch die Folie da zeigen, ist hier oben entstanden vom Bundesamt für Sport. Die Folie hat eine gute Nachricht, weil sie sagt, dass von Geburt bis 20 die Ausdauerkraft und Knochenmasse bei allen zunimmt. Ob inaktiv, mässig aktiv oder sportlich sehr aktiv. Leider ist das schon mit guten Nachrichten von dieser Folie. Bevor ich Physiotherapeut wurde, habe ich in einem Altersheim gearbeitet. Ich durfte ein soziales Praktikum von einem halben Jahr machen. Und da habe ich halt mit Menschen zu tun gehabt, die wieder abhängig geworden sind. Also wir sind ja abhängig bei Geburt und irgendwann können wir das Füllchen selber putzen. Und viele, viele Jahre später, wir haben das vorhin schön ausgemessen, irgendwann wird uns dann wieder mal das Füllchen putzen. Das ist einfach Fakt. Jetzt, der entscheidende Punkt ist, wir können selber entscheiden, wenn wir da wieder unter die Schwelle von Abhängigkeit kommen. Es hat sehr viel damit zu tun, was wir machen, was wir mit unserem Körper machen. Und ich sage jetzt mal, der Gelbe, der wirklich Couchpotato, gar keinen Sport, der hat wirklich ein Problem. Der hat eigentlich schon am Anfang recht viel verspielt. Aber der Grüne, das sind die meisten von euch, der kann irgendwo, vielleicht eben vor 40 oder spätestens dann mit 40, 50, da nochmal probieren, ein bisschen Vorsprung rauszuholen. Und um das geht's.
dass er eben später wieder abhängig wird von fremder Hilfe. Und der Victor Rötlin, der Marathon-Profi, der war da der Rote gewesen, aber der hat irgendwann mit 40 aufgehört. Es geht extrem schnell zur gelben Kurve ab. Und wenn ich jetzt gefragt werde, ja, machst du immer noch Sport? Ja. Und was ist deine Motivation? Ich wollte einfach, dass mir möglichst lange niemand das Viertel putzen muss. So einfach ist es. Weil es hat es im Fall niemand lustig gefunden im Alter. Also, wenn wir ganz kurz rechnen. Keine Zeit. Wie viele Stunden hat eine Woche? 7 mal 24, ich habe es für euch ausgerechnet. Gut. Jetzt gehen wir mal schlafen. 7 mal 8 Stunden schlaft das jeder von euch. Wäre sehr empfehlenswert. Aber ich habe sicher gut gerechnet. Außer jemand schlaft 10 Stunden. Aber 7 mal 8 Stunden abrechnen gibt noch 112 Stunden. Dann müssen wir essen, kochen, einkaufen. Könnt ihr mit 16 Stunden leben in der Woche? Also wenn ihr immer das Gourmet-Menü kocht und immer irgendwie beim Einkaufen und Kaffee trinken mit dem Kollegen auch noch dazu nehmen, dann ist es vielleicht knebe, aber wenn wir mal Essen kochen, Einkaufen in der Woche, investieren wir 16 Stunden. Sind ihr bei mir? Ja. Gut. Was müssen wir noch machen? Wir müssen mal zum Zahnarzt, oder mal auf Behörden oder einfach Elternabend, habe ich gestern Abend gehabt. Also einmal in der Woche nehmen wir noch 2 Stunden für Sonstiges. Reicht das? Also es geht nicht, Sonstiges ist nicht mit dem Kollegen ein Bier trinken. Hey, ich habe nicht mehr als 52 mal 2 Stunden lang Zeit für Sonstiges. Das ist ja immer gemittelt schlussendlich. Dann der Arbeitsweg. Ich habe jetzt mal 5 Mal pro Woche geht man arbeiten. Ich habe jetzt mal 2 Stunden genommen. Ist das realistisch? 5 mal 2 Stunden ist sicher für gewisse längt es nicht, aber ist eher ist ein guter Mittelding. Ich hoffe nicht, dass ihr alle 2 Stunden pro Tag auf den Arbeitsweg investiert. Haben wir noch 84 Stunden. Jetzt nehmen wir die Arbeitszeit, 42 Stunden in der Woche, so durchschnittliche Schweizer Arbeitszeit. Keine Zeit. Es bleibt immer noch gleich viel Zeit übrig und das ist Freizeit. Zeit für einmal sich zu bewegen. Das ist das, was du, glaube ich, auch hast mit dem Viertel uns aufzeigen, dass wir eigentlich so viel Zeit, wie wir schaffen, und wir denken ja immer an das Viertel, wo wir noch viel mehr schaffen im Leben, im ganzen Leben, und wir denken nicht eigentlich an die gleiche Zeit, wo wir Freizeit haben. Nutzen die Zeit. Und es ist klar, es gibt Lebensphasen. Ich habe jetzt auch eine Lebensphase, die etwas intensiver ist. Aber dosieren statt balancieren im Leistungssport, ja, das war mein Leben gewesen. Ich glaube, ich habe viel gelernt in meinem Leben. Ich bin zum Beispiel auf Afrika gegangen, um von den Schnellsten zu lernen, dass ich dann einer von den Schnellsten sein und Medaillen gewinnen, am Schluss in der Mitte stehen. Und das war nach der Lungenembolie in Barcelona. Für mich war wie klar, vom Podest in Barcelona, der gesunde Körper oder der gesunde Geist im gesunden Körper, das ist anima sana in corpore sano. Also ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper und da kann man wirklich sehr viel selber dazu beitragen. Ich habe dann noch ein bisschen weitergezogen. 2014 habe ich mich dann pensioniert. Das habt ihr im Video einleitend gesehen. Und ich werde immer wieder gefragt, ja, was machst du jetzt eigentlich? Ich sage dann, ja, ich gebe jetzt meine Millionen aus, die ich verdient als Sportler. Nein, ich heiße nicht Roger Federer und das ist gut so. Ich habe wirklich Freude an meinem Leben. Ich referiere, ich tue wirklich ganz viele Sachen. Ich habe eine kleine Firma, die vor allem ja, Menschen bewegt. Wir gehen in die Firmen, wir machen Mitarbeiter, Bewegungsprogramme, wir bieten Sport an, Rückentraining, Koordination. Ich bin Physiotherapeut, ich habe Sportlehrer bei mir im Team und versuche wirklich so, ja, einfach die Menschen zu bewegen. Und ich habe immer Freude an Führungspersonen, die es vorleben. Also ich habe nicht gerne eine Firma, die findet, ja, ich engagiere dein Team und dich, aber ich selber habe dann keine Zeit. Das Wichtigste in meinem Leben, und ich glaube, das habt ihr alle auch, ist aber das. Familie. Und ich habe gesagt, ich habe momentan auch eine intensive Phase. Die Luna 7, der Ben 5, da geht einiges ab. Ich bin am Montag, Dienstag immer daheim mit dem Chef.
Und es fängt dann nämlich schon morgen an, wenn ich alles parat habe, bevor sie gehen. Und am Mittag ist der Ben, der um 11:30 Uhr heimkommt, verhungert. Und Luna, die erst um 12 Uhr kommt, findet, es gibt schon wieder das Gleiche, du kannst ja gar nicht kochen. Ja, und ich habe das Bild ausgewählt, weil es, glaube ich, auch darum geht. Es funktioniert ja eigentlich nur beim Zähneputzen, die ganze Prävention. Ja. Jeder tut Zähneputzen. Warum? Wenn man es nicht macht, es tut verdammt nochmal weh und es ist schweineteuer. Und darum finde ich, sollte man Krankenkassen und all das abschaffen und jeder müsste sich selber berappen. Und dann würde jedenfalls Prävention wirklich funktionieren in der Schweiz, weil dann würde es eben nicht nur wehtun, sondern auch ganz fest kosten. Klar muss man Ausnahmen machen, es gibt auch noch wirklich gesundheitliche Probleme, wo es nicht darum geht. Aber man sagt heutzutage, ja, früher war es Rauchen, aber Sitzen ist das neue Rauchen. Es sterben heute mehr Leute wegen Bewegungsarmut als wegen Rauchen. Das heisst nicht, ihr sollt wieder anfangen rauchen, aber versucht euch mehr zu bewegen. Ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen inspirieren, weil dosieren statt balancieren im Leistungssport, das war der Auftrag, euch das ein bisschen aufzuzeigen. Aber für mich ist es eigentlich eben auch im Leben, es ist eine Gratwanderung. Man muss manchmal auch bereit sein, ein bisschen über den Grad auszugehen. In der Arbeitswelt, wie im Spitzensport, aber immer wieder zurück auf den Grad finden. Bewusst Pause setzen, die Waage im Gleichgewicht haben und das Wichtigste, lacht jeden Tag so häufig wie eure Kinder. Das ist wirklich das Beste, was ihr machen könnt. Lacht, 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 seid fröhlich. Haben Freude im Leben und denken immer daran, wir wohnen im schönsten Land, das es gibt. Geht nachher raus, schaut die Berner Alpen an. Es ist einfach wunderschön, wo wir leben dürfen, wo wir arbeiten dürfen. Nutzt das. Danke vielmals.